So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hasse diese Allergie. So, es geht dieses Mal um den Rocco MRCE Taurus. Ich war heute bei Zimo in der Schönbrunner Straße 188 und habe mir meine beiden alten, also meine beiden alten, von meinen Lokomotiven, die werkseitig mit Zaun ausgestattet sind. Das ist eben einmal der Galileo Michelangelo Taurus und einmal hier dieser MRCE Taurus. Den habe ich mir updaten lassen mit dem neueren Zimo 1116er Sound, die bereits die fahrstufenabhängige Tonleiter haben, sowohl aufwärts als auch abwärts. Das Einzige, was hier beim Fahren, also beim Fahrgeräusch eigentlich fehlt, das sind die korrekten Frequenzänderungen noch, weil da gibt es, glaube ich, zwei. Einmal bei, ich glaube, 40 und einmal bei 60 km/h, was ich so weiß, was er in Original hat. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, es kommt nur eine einzige und das ist schon, wenn er ziemlich schnell fährt, bei etwa 100, 120 geschätzt. Das macht mir persönlich jetzt aber nicht viel aus, denn ich finde schon mal sehr genial, dass die Tonleiter überhaupt fahrstufenabhängig ist. Macht mir schon sehr viel Freude, so zu fahren. Bin jetzt auch schon mit beiden Taurus, also sowohl mit dem MRCE hier, als auch mit dem Galileo Michelangelo, bin ich jetzt schon keine Ahnung, wie viele zig Runden gefahren und habe es nochmal alles irgendwie nachjustiert, damit sie möglichst druckfrei anfahren und bremsen. Also vor allem für diejenigen, die in Wien wohnen und die ihre Sounds updaten lassen wollen. Ich kann euch wirklich empfehlen, dass ihr direkt zum Zimo hinfahrt auf der Schönbrunner Straße. Die sind sehr, sehr freundlich dort, sehr entgegenkommend. Oh, die behandeln einen nicht nur wie irgendeinen Kunden. Also es ist wirklich sehr angenehm, dort zu sein. Und die sind auch wirklich sehr nett und freundlich. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich bin sehr begeistert von dem Kundenservice bei Zimo. Und ich war bei dem Herrn, der die Soundprojekte managt und auch herstellt, also er erstellt besser gesagt und programmiert. Wirklich sehr freundlich, hat mir das schön aufgespielt auf den Decoder, das ist sehr schnell gegangen. Das kostet ein bisschen was, das kostet 9 Euro, so ein Soundupdate, aber ganz ehrlich, das zahlt sich aus, das zahlt sich wirklich aus. Also dahinfahren, vor allem für die, die in Wien wohnen, ist es natürlich null Problem im Prinzip. Kann man sowohl mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hinfahren, als auch mit dem Auto. Mit der U4, also U-Bahn-Linie U4 bis Längenfeldgasse und dann ein Stück stadteinwärts auf der Schönbrunner Straße entlang gehen, bei Nummer 188. Ja, also, wir werden jetzt mal das ganze Maschinchen hier aufrüsten. Am Aufrüstsound hat sich eigentlich nicht viel verändert, wenn überhaupt. Also, das ist geblieben. Machen wir mal das Licht an. Also Plugs 22 Decoder ist, hoppla, Plugs 22 Decoder ist drinnen. Ist so blöd. Ich habe jetzt eine neue Hülle fürs Handy und das ist aber wirklich blöd zu filmen damit. Möchte sie aber nicht fürs Filmen ständig rausnehmen, das Handy. So. Na komm schon. So, besser. Ja, also Licht, Plugs 22 Decoder bedeutet, ich kann wieder auf den jeweiligen Führerständen die Lichter komplett wegschalten oder zuschalten. In dem Fall mit der Taste 8 schalte ich auf der Seite 2 die Lichter komplett weg und mit der Taste 9 schalte ich auf der Seite 1 die Lichter komplett weg. So wird zu den Funktionen. 8 lassen wir gleich betätigt, denn wir haben einen Zugverband hinten drauf. Mit der Taste 5. Eigentlich Zimo-typisch ist das Fernlicht zu schalten. Bei den neueren Taurus von Rocco, also bei den 1116ern mit den Plux-Decodern ist das schön umgesetzt. Dort schaltet er schön oben auf das Fernlicht und das normale Licht ist weg. Schaut wirklich sehr schön aus, kann man sich eigentlich nicht beschweren. So schaut das Schlusslicht aus, das rote. So, umdrehen wieder. Ja, wir werden die Maschine jetzt mal aufrüsten. Danach werden wir die Lichter einschalten von dem kleinen Zugverband, von dem City Shuttle, auch wenn das hier eigentlich eher weniger gut passt, also Lokomotive und Waggons, das ist mir persönlich aber ziemlich egal, denn mir gefallen die Waggons prinzipiell und die Lok hier gefällt mir auch gut, ich kann sie zusammenstellen, wie ich will. Ich richte mich da nicht unbedingt nach den Originalvorbildern. Ich weiß gar nicht, ob
diese Zusammenstellung je so gefahren ist. Ich glaube nicht. Aber das, wie gesagt, auf das schaue ich nicht. So, aufrüsten. So, aufgerüstet. Funktionstaste 2 ist das Doppelhorn. Kräftig und laut, aber klar. Funktionstaste 3 ist das tiefe Horn. 4 das hohe. Ich finde das cool, weil man beim hohen Horn hört man, wenn es aufhört, ziemlich deutlich das Ventil von der Druckluft, wie sie da ausschaltet, wenn man genau hinhört am Ende. Klicken. Ja, 5 ist eben Fernlicht, 6 ist Rangiergang und halbe Geschwindigkeit, keine Verzögerungen. 7, ja, 8 und 9 sind eben wie schon erwähnt die Lichter bei den jeweiligen Lokomotivseiten, also bei den Führerständen, wegschalten. 10, das wird höchstwahrscheinlich eine Passagiertür sein von irgendeinem Wagen, die da zugeht, oder vielleicht ist es die Führerstandstür, ich weiß es nicht genau. Klingt aber auch ein bisschen wie eine Passagiertür von irgendeinem älteren Waggon. 11. Sanden. Hört man nicht so deutlich, aber man hört es. Moment. Zwölf. Der Schaffnerpfiff. 13 ist der Kompressor. Der klingt ganz sauber, klingt sehr gut, finde ich. Kompressor kommt natürlich auch per Zufallsgeräusche. So 14 ist die Mute-Taste, so wie eigentlich auch Twingo-typisch. Mit einem sanften Ein- und Ausblenden. 15, weiß ich nicht. Ist eigentlich nicht belegt, zumindest nicht beim Stehen. 16. Das weiß ich nicht genau, was das ist. Könnten die Spurgrenze sein in der Kurve. 17 ist nicht mehr belegt. Also ab 17 ist nicht mehr belegt. Das macht aber nichts. Soweit sind wir eigentlich mit der Soundvorstellung. Jetzt das schalten wir noch hier bei diesem schönen Zug, dass die Lichter an, hoppla. Ja, das war's mal mit der Soundvorstellung. Das ging hier eigentlich recht flott. Hat auch seine Vorteile, wenn eine Lokomotive bei der Eisenbahn, also bei der Modelleisenbahn, nicht allzu viel kann. Spart man sich ein bisschen Zeit, kann man schön loslegen. Ja, also technisch gesehen ist die Lok ein paar Jahre alt, also Glück 22 Dekoder hat sie schon. Ist jetzt da eigentlich eine verdammt geile Lok, bin ich sehr zufrieden damit. Schaut auch wirklich geil aus. Ich finde, schwarze Lokomotiven schauen schon auch sehr stylisch aus. Gefallen mir wirklich irre gut. Und jetzt werden wir mal das Ding fahren und dann werde ich euch ein bisschen das zeigen mit dieser fahrstufenabhängigen Tonleiter, die kommt. Das ist ein bisschen leiser als sie bei den vorherigen Projekten, wo sie nur stur nach oben abgespielt worden ist. Da ist sie ein bisschen weniger kräftig, aber man hört sie gerade noch gut genug. Also beim Anfang, beim Bremsen, wo der Zug eh schon langsamer ist und wo das Rollgeräusch nicht mehr so stört, ist es noch okay. Ich finde es persönlich, das hätte ruhig etwas lauter sein können, aber trotz allem top, bin ich zufrieden damit und wirklich hammergeil. So, wir gehen jetzt dann gleich zum Fahrteil über. Also, ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Bis gleich. So, wie versprochen, kommt jetzt der Fahrteil. Schalten wir noch ein bisschen den Fokus scharf. So, dann werden wir mal schön langsam anfahren mit langsamen Fahrstufen und dann werdet ihr schon hören auch diese fahrstufenabhängige Tonleiter ist eine geile Sache.
Los geht's. Hoppla. So. Es geht natürlich auch, wenn ich jetzt da von der Dauerfrequenz runterkomme in die Tonleiter und ich schalte aber irgendeine untere Fahrstufe ein, wo die Tonleiter noch abgespielt wird, ist das kein Problem, es funktioniert top. Das zeige ich euch jetzt. Ich fahre jetzt mal ein paar Mal öfter. Also ein paar Mal an und werde wieder langsamer, um euch das zu demonstrieren. Sorry, irgendwie hat mein Handy einen Spinner. Ich weiß nicht, was los ist. Seit dem vorletzten Update unterbricht es mir manchmal die Kamera. Es hört einfach auf, es aufzunehmen. Und manchmal, wenn ich etwas in einem Chatprogramm schreibe, ist die Tastatur wieder weg, als hätte ich die Zurücktaste gedrückt. Ich habe keine Ahnung, was los ist, aber es ist halt so. Ich hoffe, dass die das bald hinkriegen, dass ein besseres Update rauskommt. Naja. So, also, wenn das jetzt alles funktioniert mit dem Handy, dann können wir jetzt auch auf die halbe Geschwindigkeit vom Stand aus rauf beschleunigen, schön konstant, danach stehen bleiben, danach auf volle. So wäre eigentlich jetzt mein Plan. Hoffentlich macht mir mein Handy keinen Strich durch die Rechnung. So, los geht's mal. Wir starten mit Fernlicht. Und wir starten die Lok. Das ist jetzt halbe Geschwindigkeit. So. Jetzt auf volle Beschleunigung, also volle Kraft.
Jetzt hört ihr auch dann die Frequenzänderung. Ja, klingt schon sehr gut, gefällt mir, auch wenn die Frequenzänderung nicht ganz korrekt ist, aber das stört mich jetzt nicht, muss ich zugeben. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich fände es zwar schon toll, wenn sie korrekt wäre, also wenn nicht nur die erste ab 40, sondern auch die zweite ab 60 ist, aber es ist jetzt, da finde ich trotzdem super. Für mich ist das Wichtigste die Tonleiter und dass ich überhaupt eine Frequenzänderung hier drinnen habe, das passt schon für mich so. Also ich bin damit zufrieden. Nochmal ein großes Dankeschön an Timo, dass sie mir das so schnell abgedatet haben, dass das alles so unkompliziert war und auch wirklich, dass die Kontaktaufnahme sehr schnell war und es ist alles wirklich professionell über die Bühne gelaufen. Also das ist etwas, wo ich auch gerne wieder hingehe, wenn ich so ein Update brauche oder möchte. Also wirklich top. So, wir werden nochmal fahren. So. Ja, das war's. Werden wir abdrehen alles. Das war's. Das war's schon mit dem Sound. Also, der hat jetzt dann natürlich nicht so viele Sachen drauf, also Ansagen und so weiter, das ist aber nicht so schlimm. Immerhin ist das Maschinengeräusch wirklich super. Bin wirklich zufrieden damit. Und die alte Version, die ich vorher drauf hatte, ist jetzt weg. Eben, das war die, was ich noch am Motor daraus habe. Dass sie einfach beim Anfahren die Tonleiter ganz stur nach oben abgespielt wird. Das war einfach ein Soundfile, also ein Sample. Hat man beim Fahren einfach gehört und wurde abgespielt und danach ist man in die Dauerfrequenz gekommen, ohne Frequenzänderung noch. Und beim Stehenbleiben hat die Dauerfrequenz einfach sanft aufgehört und das war's. Also da war keine Tonleiter nach unten und hier bei den neueren ist es natürlich schon dementsprechend besser.
Da habe ich die fahrstufenabhängige Tonleiter drauf, sowohl beim Anfahren als auch beim Bremsen. Und das ist mir persönlich eh bei dieser Maschine eh das Wichtigste. Die Frequenzänderung, die zwei, die dabei sind, wie gesagt, also beim Original. Ist jetzt nicht so wild, dass sie nicht mit drauf ist und ich habe wenigstens eine davon, auch wenn sie ein bisschen in zu hohen Geschwindigkeiten kommt, aber ja, ist so. Ich bin trotzdem zufrieden mit dem und ich fahre wirklich verdammt gerne momentan damit. Also bin heute nach Hause gekommen von Timo und habe dann ziemlich schnell noch ein paar CVs verändert, angepasst an mich, also an meine Bedürfnisse, vor allem das Fahrverhalten. Und seitdem bin ich eigentlich nur noch Taurus gefahren heute bei der Eisenbahn. Und sonst keine andere Loks dabei. Ah gut, das war's eigentlich schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist ein wirklich verdammt geiles Maschinchen. Bin begeistert. Ja, wir sehen uns bei den nächsten Videos wieder. Den Michelangelo Taurus zeige ich euch natürlich jetzt nicht beim Fahren, weil er hat das haargenau gleiche Projekt mit drauf. Das heißt, das erspare ich uns noch ein Video. Aber ich zeige euch kurz. So steht hier. Noch auf dem Programmierglas, mein Computer. Da möchte ich schauen, dass ich einen zweiten Lautsprecher einbaue. Ob das was nützt, dass das vielleicht ein wenig lauter wird, also die Tonleiter. Aber das werde ich dann noch sehen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video auf jeden Fall nochmal, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es klasse. Gefällt mir sehr gut. Das, was ich irgendwann mal vielleicht auch noch anstrebe, ist, dass ich einen Leo Soundlab 1116er bekomme. Aber das dauert noch ein wenig. Da müsste ich schauen, ob ich mit einem Decoder hingehen kann, dass er mit dem bespielt. Momentan haben sie es, glaube ich, nur auf ESU-Basis, die 1116 Sounds von Leo Soundlab. Aber auch für Zimo sollen sie es auch ab dem Sommer irgendwann noch haben, was ich so weiß. Jo, ich danke fürs Reinschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Nacht. Und wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich wieder. Gute Nacht.